Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge in Farmers Dynasty. Ja, ihr seht, wir haben unser Gewächshaus fertig. Wir haben es nicht fertig. Wir haben gefuscht. Verdammt. Naja gut, dann müssen wir das nochmal ganz schnell machen. Weil ich kann ja nicht rumprollen, dass ich es fertig habe und dann ist es eben nicht fertig. Ach man. Aber wir haben schon die Meldung gekriegt, dass wir alles repariert haben. So, ist jetzt hier noch irgendwo eine Stelle? Nö. Eigentlich nicht, oder? Binden ignorieren wir die jetzt einfach mal gekonnt. Ja, wir sind wieder zu dritt am Start. Meine beiden Männer sitzen wieder neben mir. Ja. Ja. So, und wir haben uns überlegt, wir fangen jetzt einfach mal an hier. Tomatensetzlinge. Aha. Wollen wir die? Nö, komm. Ich möchte die hier vorne gleich haben. Brauchst du nicht so weit latschen. Ja. Zack. Bist du eigentlich mit dabei? Guck du. Oh, ich befürchte, wir brauchen doch Wasser, oder? Nein. Wir brauchen kein Wasser, bist du sicher? Ja. Wollen wir alle pflanzen oder erstmal nur ein so ein Dingen? Ja, würde ich sagen, erstmal nur ein so ein Dingen. Ein so ein Dingen. Ein bisschen Reserve. Ja, gut. Wie kommen wir da jetzt wieder raus? Ich glaube, jetzt hätte zurücklaufen. Genau, zum Regal. Dann lass da, glaube ich, wieder abstellen. Irgendwie. Benutzen. Jetzt, glaube ich, einfach wieder rausgehen. Und jetzt wieder raus? Nee, ich habe immer noch drei Setzlinge. Ja, dann setz sie einfach auf den Kopf. Na gut, dann pflanzen wir die drei Setzlinge hier auch noch hin. Zack, zack und zack, das war's. So, was müssen wir hier? Setzlinge entfernen? Nö, will ich ja nicht. Gott, oh Gott, oh Gott. Nö. Gut, Licht scheint es hier drin nicht zu geben. Ich vermute mal, dass das vielleicht mal so später im Spiel, ja, verbesserungsmäßig drin sein wird. Gut, wir machen hier mal, hallo? Hier war doch eben, da. So, machen wir zu, schaut euch das Wunderwerk an. Ist es nicht schick geworden? Ich finde es toll. Ja. Ast rein. So, dann haben wir uns überlegt, da es ja schon dunkel wird, werden wir jetzt zu, oh Gott, wie heißt der, Oliver? Ja. Ich glaube, Oliver, nicht mehr gehen. Wir werden, bevor wir müssen reparieren, glaube ich, hier die Türen, ne? Noch ein bisschen rumreparieren, sofern wir denn können. Hier ist schon alles schick, würde ich sagen. Im Guck doch, wo es rot leuchtet. Ja, das mache ich jetzt auch. Da. Ah, guck mal hier. Ein Monsterteil. Fusch am Bau. Hä? Ja, ja, ja. So ja. Schnell werden Wände gezogen? Ja, ja. Guck mal, wie schnell ich Wände hochziehen kann. Kannst du mal sehen. So, hier. Das wollen wir auch noch. Wusch, 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 wusch. Wischi, wischi. Könnte ja eigentlich mal so ein Five-Sound im Spiel sein. So. Oder irgendwas. LMT, hier. Ich weiß zwar jetzt nicht, was hier kaputt ist, aber wahrscheinlich um die Ecke. So, gucken wir mal. Oh Gott, da brauche ich wohl... Komm ich daran? Yes. Du kannst auch von innen hochgehen. Ich kann von innen hochgehen? Ja, da ist irgendwo eine Treppe. Okay. Na jo, guck mal, hier ist auch noch ein Loch. Hier hängt noch ein Schlauch dran. Das ist kein Schlauch, das ist genau. Ach so. Genau. Hier wird sicherlich, weiß ich nicht, Gras abgekippt oder so und dann... Ach du lieber Himmel. Eieieiei. Also, dass die Häuser hier, oder dass das überhaupt noch steht, ja? Ja. Also eigentlich, Das sind Wunderhäuser. Ja. Mysteriös. Ein Fall für Galileo Mystery. Nein, wie ist das schon? Da, da, da. Den Eingang kaputt gemacht. Ja, ich wollte nicht, dass da so ein Eingang ist. So, Dach kommt dennoch dran. Ja, da bin ich mal gespannt, ob wir hier im Spiel, also hier wird ja sicherlich irgendwo mal so eine Info kommen, leg dich mal schlafen. Und darauf warte ich jetzt eigentlich, weil dann würden wir nämlich, wenn der neue Tag angefangen hat, mal rübergehen zu Oliver, damit wir uns langsam aber sicher unseren ersten Traktor organisieren, dass das hier mal losgeht, weil wir reparieren ja nun mal schließlich den Unterstand für unsere Maschinen. Und bam, bam. Na, da war doch eben schon. Also die Maus, also das ist schon sehr ungewöhnlich, dass das so schnell reagiert. Na, mal schauen, ob das so bleibt.
Hallo? Das darf ich nicht? Doch, das darf ich auch. Oh, ganz kleiner Trigger. Ja. Und hier machen wir das auch noch schick. Ich meine, das oben drauf ist ja jetzt erstmal nicht so wichtig. Lass es reinregnen. Das kann ruhig regnen, genau. Nee. Ob ich das mit diesen Dingern auch wieder schick machen kann? Ja, schon. Naja. Ist ja nicht schlecht, wa? Wollen wir das mal ausprobieren? Ja. Leute, ich bin im Ausprobierwahn und ihr müsst leiden. Ihr müsst mitmachen. Leiden? Ja. Ach, guckt euch das an. Das wird das geile Tor. Na, wir machen jetzt aber gerade, glaube ich, hier die Rückfront unseres Grundstückes schick. Also wir sollten, glaube ich, eher da vorne anfangen, von der Straße aus. Aber ist ja nicht schlimm. Ist überhaupt nicht schlimm. Also ich würde das Dach mitmachen, weil den kriegst du auch Sozialpunkte dafür. So, guck. Ist alles schick. Nein. Doch, ist schick. Links daneben. Naja, der Pfosten. Das ist aber jetzt nicht wichtig. Eigentlich wollen wir ja was ganz anderes reparieren. Ich wollte nur wissen, ob wir die Zäune auch schick machen können, weil nutzt uns ja alles nichts, wenn hier das alles schön verputzt ist und entrostet ist. Und ja, am Ende stehen wir da und ja, wo kann ich denn hier hochgehen? Mhm. Hier kann ich auch gehen. Kann ich ja auch schick machen? Ja. Ne, hier kann ich nicht schicks machen. Das ist so schade. Oh Gott. Hier fing an. Oh Gott. Der Leberhimmel. Erst kriege ich die Tür vor den Kopf, ja. In der letzten Folge habt ihr ja alle mitgekriegt. Jetzt kriege ich Wände hier direkt vors Gesicht. Mann. Wo soll das noch enden? Ach, das geht so nicht. Hallo? Hier war doch eben ein. Ha, ha, ha. Muss da ansetzen, wo es. Ach, das war schon. Ja. Okay. Achso, ich muss ja gedrückt halten. Ich habe mir das ja umgestellt. Das könnt ihr in den Optionen machen. Bei jedes Mal einzeln klicken ist unter Umständen, ja. Nervig. Nicht nervig, aber ja, es dauert halt, ne? Und so hältst du halt gedrückt und alles ist schick. So, guck mal hier gleich mit Beschichtung von unten leuchtet, ja, im Dunkeln. So, damit man hier nicht im Treppenhaus gleich wieder nass gepieselt wird, machen wir hier gleich auch mal zu. Ich glaube, dahinter ist noch was, oder? Ja. Hier noch. Oh Gott. Oh Gott. Ja, ihr seht, es ist ja nur schon dunkel. Da können wir gar nicht raus. Also wir müssen das von innen machen. Jetzt muss ich mal gucken. Haben wir sowas wie eine Taschenlampe? Nein. Dass wir uns hier selber Licht machen können? Oh Gott. Pass auf, jetzt wieder Wand vor Kopf. Achtung. Und gleich mit Türsturz. Na, ich bin da flott. Ich bin richtig flott unterwegs. Naja, gut. Realistisch ist das ja alles immer nicht so wirklich ganz. Nein. Aber es macht Spaß. Ne? Man baut sich sowas Eigenes hier wieder zusammen. Na, was heißt zusammen? Ja, doch, zusammen. So, ja, du bist heile? Jo, schön. Ach, du liebes bisschen. Krieg ich schon den Genickstarre vom ständig nach oben gucken hier. Wo soll das noch enden? Und morgen müssen wir Olivers Dach auch noch machen. Eieieiei. Wohl ja, also ich vermute mal, er hat ja was von Scheune gesagt und da wird ja wohl Wand und ja, Dach gemeint. Hat er Dächer gesagt? Ja, besonders das Dach. Ach so, na gut, ich habe wieder nicht so zugehört. Aber bin ja auch Frau, Frauen, ja. Nicken und lächeln, ihr wisst schon. Ja, 10.000 Sozialpunkte. Holla, die Waldfee. Oh, was liegt denn hier? Was bist du? Ich habe meine Garage repariert. Das ist ja schön. Ja, dann werden wir die ja wohl irgendwann mal verputzen können, denke ich mal. Und so ist das hier schon anständig, ja. So sieht das gut aus. So können wir uns auch trauen, unsere Gerätschaften, die wir uns ja sicherlich erarbeiten dürfen, irgendwo unterzustellen. Denn wenn das so verfallen ist oder fällt ja das Haus zusammen, ist ja ein bisschen schlecht, ne? Das wollen wir nicht. Hier machen wir zu. Hier machen wir auch zu. Also das Spiel sagt, dass du sehr hungrig bist. Wo sagt denn das Spiel, dass ich hungrig bin? Bei dem kam eine Info und da stand, du bist sehr hungrig. Ach du lieber Himmel, was mache ich denn jetzt?
Das ist eine Tomate oder ein Apfel. Hier ein Äpfelchen, ein Tomätchen, eine Milch. Oder ein Fisch. Nährwert 15. Das soll ich kalt essen? Ach doch, Fisch und Tomatensauce, stimmt schon. Das Brot haben wir Dosenmilch. 45. Lecker, lecker. Nährwert 35. Woran sehe ich denn, wie tief mein Nährwert ist? Bei der Verfassung, da kannst du schlafen, dann fülle ich das auf. Oder ja, essen. Aber ich möchte ja gerne sehen, wie viel ich brauche, um wieder voll zu werden. Da steht da nicht. Man muss einfach irgendwie essen und gucken, okay, dass es immer schön voll ist. Nee, ich möchte keinen Apfel essen. Wie spät ist denn das? Siehst man da? Oh, hier 21.47 Uhr am 1. August. Leute, es ist definitiv Zeit. Wir machen erstmal legen wir hier unser Krams zur Seite. Mit dem Gerüst wollen wir nicht schlafen gehen. Nee, ist überhaupt nicht notwendig. Ich glaube, da fährst du nicht durch die Tür. Du lieber Himmel. Also das müssen wir auch unbedingt noch machen. Und Leute, hier ist geschlossene Gesellschaft. Sowas machen wir natürlich hier nicht. Das sind ja nicht jeden x-beliebigen Reihen. Wie öffnen. Ui, wir haben eine leuchtende Gardine. Wie schön. Das ist bestimmt so eine Neonröhre hinter, wa? Eieiei. Das ist Kinderbett, was du in der letzten Folge meinst und nicht gefunden. Ja, genau, das habe ich gesucht. Ein Babybett also und ein Kinderbett. Werden wir wohl. Was ist denn hier ein Kinderbett? Das hier? Das ist ein Kinderbett. Das ist ein Kinderbett, okay. Dann noch ein Babybett. Aber ein Sofa haben sie schon mal und einen Hocker. Naja, warum nicht? Also kann ich hier nicht schlafen. Tolles Ei, mache ich jetzt. Ja, in einen anderen Raum gehen. Jetzt gehen wir mal hier rein und gucken, ob wir eine Küche. Du bist wirklich, wirklich hungrig. Ach du, oh Gott. Ja, es ist ja gut. Mann, immerzu muss man hier essen. Also, wir probieren einfach erstmal hier so einen Apfel. Kann man auch dick werden im Spiel. Essen Apfel. 10. Ach du, ist wirklich nicht viel. Okay. Der ist auch ein Fisch. Nö, ich möchte ein Bett finden. Ich will mich ja nicht munter essen. Etage war's. Ich möchte. So, waren wir hier schon drin? Nö. Was ist denn hier? Ach so, hier ist ein. Kannst du auch nicht benutzen. Kann ich nicht benutzen. Nee, warte. Ja, da war ja die Stube. Ach nee, das Bad. Oh Gott, Leute. Also, okay, wir gehen schlafen und verkneifen uns das Pipi und dann werden wir. Geh da rein. Tür vor Kopf und so. Also, hier leuchten die Gardinen überall. Sehr interessant, sehr interessant. Naja, gibt's ja, ja. Es gibt ja so Neongardinchen. Da geht's runter in den Keller. Da gehe ich jetzt nicht runter, ist dunkel. Da habe ich Angst. Ja, Spinnen. Oh, hier, ja. Hier ist Bettzeugs. Das nehmen wir mal. Oh. Was? Rest for a week? Was ist denn Rest for a week? Oh. Kikiriki. Ja. So, bin ich jetzt wieder voll? Natürlich nicht. Du hast noch plus 100 gekriegt. So, plus 100. Naja, es ist ja schon mal was. So, was kann man jetzt hier machen? Vielleicht die also erstens mal, halten. Ja, Tür war aber dicht. Hier ist auch alles dicht. Hier ist der Boden auch in Ordnung, würde ich sagen. Ja, der Tisch. Was ist denn hier passiert? Ach nee, Opa. So, aber als allererstes, wir müssen dringend Pipi. Seitdem wir hier angekommen sind, waren wir nicht einmal Pipi. Pipi war hier hinter, ja? Genau. Seht ihr mal, das weiß ich morgen schon nicht mehr. So, was müssen wir jetzt hier machen? Umbau? Metall? Nee, wollen wir nicht. Repariere. Können wir hier was reparieren? Hallo? Das muss, glaube ich, mit so einem Spachtelteiler machen. Naja, aber das geht ja automatisch. Guck. Ja, aber hallo, kann ich das hier mal irgendwie so sauber machen? Nee. Warum glaub, nicht? Das darf nicht sauber gemacht werden. Oh Mann. Das Antika-Dreck. So, umbauen. Hier, können wir hier irgendwas machen? Dann gibt es halt eine Metallbadewanne. Nö, gibt's auch nicht. Also hier kann man offensichtlich, gut. Ich denke mal, das wird dann im Verlauf des Spiels sicherlich freigespielt, verfügbar. Wortfindungsstörung und so. Kommt schon mal vor. So, hier müssen wir uns auch unbedingt noch um den Eingangsbereich kümmern. Wenn hier ein Nachbar kommt, das ist ja hier Unfallgefahr ohne Ende. Gleich? Nö, jetzt nicht.
Es hat kein Nachbar zu kommen. So. Was hatten wir uns vorgenommen für heute? Was sagte Uhr? 6.24 Uhr. Ich glaube, Oliver ist wach. Was so einen ordentlichen Bauer angeht. So, wie komme ich denn hier eigentlich zur Map? Das wäre vielleicht auch mal ganz interessant. M. M wie Map. Oh, geil. So, ich bin hier. Nee, ich bin das hier. Nee, das ist dein Zuhause. Erneuere dein... Aha. Was, 20.000 Sozialpunkte? Okay. So, hier kriegen wir unseren Traktor, hoffe ich doch mal. Belohnung Jack Bier. C und 100 Sozialpunkte. So, das heißt, wir laufen jetzt hier in die Richtung mal so weiter. Tudu. Die machen wir aber auch noch schick hier mit Metall, ja? Das wird ja sicherlich auch gehen. Sonnenblumen. Was? Du bist wirklich hungrig. Deine Schnürsenkel sehen aus wie Pasta. Jawohl. Wie so eine Fata Morgana, ja? Ich sehe schon Nudeln. Ach so, man läuft nicht weiter. Kann man ja auch schneller laufen? Nein. Kann man nicht. Okay, dann gucken wir uns hier mal so ein bisschen um. Schick, schick. Ja, schicke Blumen am Wegesrand. Ganz toll. Ist der Traktor schneller. Ja, wo ist er denn? Der Straße folgen, glaube ich. Aber kann man hier nicht wirklich schneller laufen? Ist ja Wahnsinn. Ein mit dem Korn fällt. Oh, okay, okay, okay. Nicht singen, nicht singen, nicht singen. Es ist nicht gut. Dann darfst du das Pferd kaufen. Ich will das Pferd aber nicht kaufen. Aber wir können ja mal gucken. Wie viel das kostet? Oh! Ja, ich habe 520 Euro. Das kostet ein oder du mehr. Verwendest deine Sozialpunkte für eine Ermäßigung. Ja. Du hast trotzdem nicht genug Geld. Ja. Escape. Sehen wir da schon ein Dach? Hallo? Bei Hüpfen? Ja. Ui, das Hüpfen hört sich an wie Hufgetrappel. Habe ich etwa Hufeisen? Wer weiß. Eieiei. Hufeisen haben aber keine Schnürsenkel. So, und das... Stimmt, die haben keine Schnürsenkel, da hast du recht. So, dann gucken wir mal, ob der gute Junge hier schon aufgestanden ist. Die haben es aber auch hier schnuckelig, ja? Die haben Hühner, oder? Ja, ich weiß es nicht. Naja, wir gehen hier einfach mal rein. Gucke, die haben hier Tor schon schick. Das machen wir natürlich auch, ja? Also ich möchte auch, dass die Leute zu uns kommen. Sag ich doch, der ist... Oh, der fegt hier schon rum. Guten Morgen. Was war denn das gerade? Zauber. Have you finished your task? Nein, habe ich nicht. Okay, du möchtest mir also nicht sagen, was ich machen soll. Ich muss also selber gucken. Das da. So, Mauerwerk ist hier nicht. Laufen wir mal drum. Oh, ob wir den. Ratatatatatatat. Ich mag das ja. Ich habe auch im LS17 schon überlegt, da mal so ein Oldtimer-Projekt zu machen, weil ich die eigentlich total knuffig finde. Was ist denn man hier? Nur ein Teil außen, Mann. So, hier und los geht's. Das sieht aus, als wenn ich total zittere. Ja. Ja, wir nehmen erstmal das alte weg und bauen das neue hin, ne? Mhm. Ja. Ja, oh, oh, oh. Hier auch nochmal. Und da oben auch nochmal. Gucken, ob oben auch noch was ist. Naja, oben ist nur noch das Dach jetzt. Nein, ja. Also über der. Über dem Tor nicht. Nee. Da guck mal, der Olli hat schon einen Smiley. Geilo. So, wo packen wir denn jetzt hier mal unser Gerüst hin? Ich würde sagen, hier von hinten, da muss ja nicht jeder sehen. Ja, dann kommen die gleich an und sagen, oh, hier der Neue. Verdingt sich erstmal. Was kann ich? Das Gerüst kannst du den auch wieder wegmachen. Ja. So. Zack. Bald weg von der Wand, oder? Nö. Ach so. Hallo? Ach so, kann ich hier? F3. Ja, F3. Sehr schön. Und Runterfallgefahr und so. Kann man eigentlich sterben in dem Spiel? Also, das weiß ich gar nicht. Das kann ich dir nicht sagen. Nein. Ich muss mal rausfinden, ob man das hier auch mit F3 oder irgendeine andere Taste machen kann. So, dann machen wir hier mal das Dach schick, würde ich sagen. Ne? Zack. Und hier gleich weiter. Das ist ja gar nicht so viel. Was ganz cool wäre... Nee, ich kann nur in dieser Ego-Perspektive hier sein. Das ist ein bisschen schade.
mag das ganz gern, wenn man ja auch rauszoomen könnte, theoretisch. Das fände ich ganz, ganz klasse, aber gut. Ich glaube, das kann man im Traktor oder so. Ja, im Traktor wahrscheinlich schon, ja. Oder, ja. Das ist halt wie im LS17, ja, da ist das ja auch so. Immer ein bisschen unpraktisch, man sieht sich selber immer so selten. Und dabei habe ich mir doch extra die Haare gekämmt. Manometer. Hast du das? Ja, heute, aber nur heute. Ich habe gedacht, wir machen mal was Besonderes. Nur einen Tag im Jahr. Kann man mal machen. So, denn die Dachseite gleich fertig. Und dann gucken wir auf die andere. Da trifft unser Schlag. Da fehlt alles. Oder? Aber immerhin wird dann hier gleich komplett gemacht, dass man nicht oben und unten machen muss. So. Kein Bitumen oder sowas, ne? Du bist wirklich hungrig. Wie wohl diese Blätter schmecken? Leute, also. Junge. Wahrscheinlich nicht so lecker. Ist ja kein Spinat. Frag mal die Giraffen. Liebe Giraffe, wie schmecken Blätter? Lecker. Mmh, yummy. Ja. Ja, das ist ein bisschen langwierig für euch zum Zuschauen wahrscheinlich. Ja, auch total spannend. Wir sind auch schon in einer Überlänge, aber jetzt haben wir das Dach hier fast fertig. Jetzt machen wir das noch. In der Hoffnung, dass wir dann auch gleich unseren Traktor kriegen. Das schaffen wir jetzt noch. Man kann ja auch mal ein bisschen überziehen, nicht wahr? Ja. Mal hat einer Kaugummi hingemacht. Ihh, was ist denn das? Oder Vogelschiss? Kaugummi. Genau, auf dem neuen Brett ist ja, Vogelschiss. Guck dir das doch an. Das war ein neues Brett. Das war ein neues Brett. Ein Vogelschiss war drauf. Ja, schon wieder. Nee, das ist ein Nagel. Okay. So, dann hier wieder runter. Was? Scheune repariert. Sprich mit Oliver und frage nach einer Belohnung. Sehr schön, macht sie. Belohnung. Und flupp. So, F3. Wie kann man... Und jetzt E. E. Und jetzt wieder wegmachen. Und jetzt wieder mit F3 weg. Ah, kapische, kapische. Lalalala. Also, dass wir schnell laufen, müssen wir noch irgendwie mal herausfinden. Das muss auch gehen. Irgendwie. Nee, hallo, Olli. Geh doch nicht weg. Hallo. Du hast gar nicht... Ja, der hat nicht mal zugeguckt, ja? Der stand da, hat da vor sich hingefegt. Sieht gut und solide aus. Danke. Nun, ich habe nicht viel Geld, aber ich habe dir den alten Jack Bear da drüben versprochen. Er gehört dir. Das sollte reichen, bis du dir einen neuen Traktor leisten kannst. Aber du kannst jetzt zumindest mit der Feldarbeit anfangen. Ja, mein Kapital ist ziemlich gering, aber ich glaube, ich brauche weitere Landmaschinen. Du solltest mit den Menschen reden. Bin sicher, dass viele etwas Arbeit für dich haben. Du brauchst einen Pflug und vielleicht eine Sämaschine. Ich habe bereits eine Ackerfräse auf deinem Hof gesehen. Viel Erfolg bei der Landwirtschaft. Ich werde mich umsehen. Danke. Jo, super. Mach es gut. Bis zum nächsten Mal. Ich soll mit ihm hier, oh, gucke mal, Errungenschaft. Mhm. Der sieht doch ganz nett aus. So, wie funktioniert das jetzt? Einsteigen. Ruff, duff, 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 duff. Gut. Ja, mit Tempomat. Super, dann werden wir hier mal ein bisschen rumcruisen. Erstmal zurück zum Hof, würde ich sagen. Mit der Maus hier mal langsam und so. Geilo, schick, schick. Oh, guck mal, er hat sogar eine Frau. Geht die gerade hinterm Busch? Nee. Also ich muss mal sagen, das Ding ist ja lebensgefährlich. Wir bräuchten hier mal so eine Maske. Bitte Atemschutzmaske. Nein. Also ich würde sagen, wir beenden diese Folge an dieser Stelle. Wir haben unser Ziel erreicht. Ich weiß nicht, warum das jetzt hier so extrem auf einmal laggt. Gut. Wir bedanken uns bei euch, wie immer, ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Würden uns freuen, wenn ihr uns ein Däumchen da lasst, Deutsch und so, und würden uns noch mehr freuen, wenn ihr in der nächsten Folge auch wieder mit dabei seid. Wir sagen tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.